die Laune bei unserem Gast scheint auch ganz gut zu sein. Wir begrüßen Bentley Baxter-Bahn. Herzlich Hallo. Willkommen. Hi. Eine lange Reise hatten Sie von Karlsruhe jetzt hierher. Ging alles gut? Ja, alles gut gelaufen. Habt ihr sehr, sehr gut organisiert. Oh, vielen Dank. Den Assist haben wir gerade gesehen, ganz locker aus der Drehung heute zum 2:2. Geht das Ergebnis so in Ordnung gegen Karlsruhe? Oder? Ja, ich muss leider sagen, schon. Wir haben zwar sehr, sehr gut angefangen, hört sich blöd an, aber die ersten 10 Minuten waren sehr, sehr gut von uns. Dann gehen wir auch noch in Führung. Und so ein bisschen aus dem Nichts, blöder Standard-Gegentreffer und dann steht es auf einmal 1:1 und dann schenken wir es noch vor der Pause her. Aber ja, alles im einen war das schon ein gerechtes 2:2. Und Sie sind erst in der 70. Minute reingekommen. Der Trainer Jens Hertel hat ja mehrfach gesagt, er stellt auf nach dem Leistungsprinzip. Wenn Sie Ihre eigene Leistung gerade so beurteilen, wie nah sind Sie am Startelf-Level? Wenn der Trainer sagt, es geht nach dem Leistungsprinzip, dann war die Leistung wohl nicht gut genug, um in der ersten Elf zu sein. Es gab aber viele Wechsel, muss man sagen. Vielleicht war es auch die Grunddynamik heute, ne? Ja, der Hook nicht dabei. Absolut. Wir haben ja schon viele Sperren und viele Ausfälle gehabt. Aber letztendlich, es geht auch nicht um John Verhoek oder Bentley Baxter-Bahn. Es geht um die Mannschaft. Ich glaube, dass wir heute einen guten Auftritt hingelegt haben. Und dann ist es egal, ob man von Anfang an spielt oder in der 70. oder in der 90. Minute reinkommt oder gar nicht reinkommt und die Jungs von draußen pusht. Von daher, wir sind soweit zufrieden mit dem Punkt. Schade, dass es nicht 3 geworden sind. Sie haben schon viele Tore beigesteuert, 7 in der letzten Saison für Ihre Mannschaft. Und dann gab es da diesen entscheidenden Elfmeter in dem letzten Spiel gegen Lübeck. Da ging es um den Aufstieg. Rostock lag zurück, glaube ich, 0:1. Und ein Ausgleich, also ein Unentschieden, hätte gereicht. Und dann haben Sie diesen Elfmeter getreten. Wir haben noch mal diese Szene. Können Sie uns mal so ein bisschen beschreiben, in so einem Moment, wo dann wirklich so viel dranhängt, also das gibt es ja nicht so oft, dann da so cool zu schießen. Es sieht so cool aus. Mit was für einer Taktik gehen Sie denn da ran? Gibt es eine Taktik? Erstmal schön, die Bilder wieder zu sehen. War nicht unser bestes Spiel. Wir hatten da echt, war viel Druck auf dem Kessel. Lagen 1:0 hinten, aber ja, was ist das für eine Taktik? Letztendlich habe ich Glück, dass der Torwart in die eine Ecke geht und ich in die andere schieße. Von daher, gut, dass ich getroffen habe. Denkt man irgendwas oder... Man ist schon angespannt. Wenn der Schiri pfeift und es Elfmeter gibt, dann ist man natürlich schon angespannt und weiß, dass man den jetzt machen muss. Aber ich persönlich hänge das jetzt nicht zu hoch. Ich glaube, Elfmeter schießen kann jeder. Von daher, gut, dass er reingegangen ist. Und mit diesem Aufstieg, mit diesem Riesenjubel, wir sehen das da nochmal, inwieweit war das so Ihr persönlicher Traum, nachdem Sie bei St. Pauli schon mal ganz kurz in der zweiten Liga gespielt haben, jetzt eben sich zu etablieren im Moment in der zweiten Liga? Ja, ein absoluter Traum. Wenn man die Bilder hier sieht, kriegt man wieder Gänsehaut, weil ja, man hat sein ganzes Leben irgendwie dafür gearbeitet. Dann, ja, ich glaube, ich selber 7 Jahre in der dritten Liga jetzt gespielt. Da lebt man dafür, aufzusteigen. Und das dann mit so einem Verein zu schaffen, war natürlich, macht mich heute noch sehr, sehr stolz und sehr, sehr glücklich, auch gerade, wenn ich die Bilder sehe. Und so ein Verein, das ist schon das Thema. Sie haben zuletzt ja mehrfach betont, dass Sie sich in Rostock sehr wohlfühlen. Also vielleicht ist Rostock, können wir gleich mal drüber sprechen, schon so ein Stück Heimat geworden. Genau. Und vorher haben Sie aber ganz oft den Verein gewechselt. Also seit 2015, glaube ich, fast jedes Jahr. Und die eigentliche Heimat von Bentley Baxter-Bahn ist allerdings Hamburg. Da war er sogar mal Balljunge beim HSV, wurde dort auch ausgebildet. Und davor, als Kind, da gab es noch die SG Elbdeich. Und dort, wo quasi alles begonnen hat, da hat Ben Wozni sich mit dem Papa-Bahn getroffen. Hier hat alles angefangen. An der Elbe, Hamburger Speckgürtel, direkt hinterm Deich. Der erste Fußballplatz des Lütten Bentley Baxter Bahn. Heimat SG Elbdeich, Heimat Norddeutschland, erzählt uns einer, der es wissen muss. Er fühlt sich zu Hause am wohlsten, er hat hier seinen Kern in Hamburg. Er fühlt sich als Hamburger, sowohl wie er sich in Rostock fühlt und so sehr auch Rostock Heimat geworden ist, ist er doch der Hamburger Jung. Heimatdorf Fliegenberg. Hier wächst er auf, bodenständig. Doch dazu dieser Name, er Marke Hollywood. Wir haben viel auf Filmabspänne geachtet, haben den Bentley gesehen, haben den Baxter gesehen, konnten uns nicht einigen, also haben wir beides genommen, den Bentley-Baxter-Bahn. Dieser Dreiklang, ja, das hatte in dem Moment was. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Wie es bei uns in der Familie Tradition ist, der Opa Heinrich, der Vater Heinrich, ich Heinrich, hat natürlich der Bentley-Baxter auch den Heinrich davor gestellt. Aufgewachsen mit Heinrich Bentley Baxter-Bahn ist er.
Jugendfreund Alex Markuland erinnert sich an erste Schritte auf dem Weg zum großen Profitraum. Ich habe zum Beispiel abends mal ein Glas Cola von meiner Mutter bekommen oder Chips oder ähnliches. Und Baxter hat von ihr sowas nicht angenommen. Das war für ihn schlecht für den Körper. Und selbst wenn seine Eltern nicht dabei waren, hat er Wasser, Äpfel und Bananen genommen anstatt Cola und Chips. Es dauert nicht lange, da geht es weg von der SG. Mit 9 spielt Bentley Baxter für den HSV und trifft dort auf Maxi Beister, mit dem er einige Jahre später sogar eine WG bezieht. Also ich musste mich zum Glück nie darum kümmern, dass die WG sauber war. Also wenn ich nach Hause kam, war das Bad picobello, das Wohnzimmer, sowohl auch die Küche. Da hat Bex sich echt tipptopp drum gekümmert und ich war letzten Endes dafür verantwortlich, dass der Müll auch immer draußen war, und vor allen Dingen, dass warmes Essen auf dem Tisch stand. Also er war jetzt so in der Küche nicht wirklich begabt, muss ich auch ehrlicherweise gestehen. Heute ist der Tag, jetzt geht es endlich los, Sie erreichen Ihre Ziele. Nach der WG kommt die Karriere. Zweitliga-Debüt beim FC St. Pauli, dann Stuttgarter Kickers in den Süden. Und über Frankfurt, Zwickau, Halle, zurück in den Norden, nach Rostock. Im letzten Spiel der vergangenen Saison schießt Bentley Baxter Bahn Hansa zurück in die zweite Liga. Nun gehört der Junge aus Fliegenberg zum festen Ensemble der Profifußballbühne. Trotz vieler Schulterklopfer, die ihn ja begleiten, ist er extrem selbstkritisch, extrem sozial. Und ihm sind andere Leute eigentlich wichtiger als er selbst. Das macht mich als Vater sehr zufrieden. Und dann freut man sich, dass man vieles richtig gemacht hat. Und wer weiß, vielleicht kehrt der Mann mit dem großen Namen irgendwann zurück in den kleinen Ort direkt hinterm Deich. Und mich würde als Mutter selber interessieren, wie haben Ihre Eltern das gemacht? Haben die einfach diese Werte vorgelebt oder gehörte da noch mehr dazu, dass Sie quasi so ein vorbildlicher Sohn waren? Boah, das weiß ich heutzutage gar nicht mehr. Nee? Ich habe mit dem Alex auch ewig keinen Kontakt gehabt. Das mit den Bananen und Äpfeln, das ist heute vielleicht so. Damals habe ich schon das oder viel gegessen, was mir vor die Flinte kam. Nein, Spaß beiseite. Ich lebe für den Beruf. Ich gebe alles dafür, dass ich fit bleibe oder fit bin. Und hoffentlich gewinne ich da hinten raus noch ein paar Jahre. Und wenn man mit 15 von zu Hause wegzieht, quasi in eine WG mit Maxi Beister, das macht ja was mit einem. Da ist man ja irgendwie noch halb Kind. Haben Sie das noch so irgendwie in Gedanken, wie das so war und was das mit Ihnen gemacht hat? Erstmal muss ich, er erzählt da irgendwas, dass er gut kochen konnte. Davon habe ich nie was gesehen. Der hat da trockenen Reis serviert. Nein, Spaß beiseite. Es war eine sehr, sehr coole und schöne Zeit. Ich war 15, Maxi war 17. Wir haben dann eine echt tolle Zeit gehabt. Wir haben 150 Meter vom Trainingsplatz entfernt gewohnt, konnten im Internat mittags und abends essen, mussten uns kaum selber versorgen. Wir haben da echt einen Riesenspaß gehabt. War eine schöne Zeit. Und dann haben Sie diese vielen Vereinswechsel gehabt. Manche sagen dazu ja so Ochsentour. Und es gab auch mal Zeiten, da waren Sie vereinslos. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so oft gehört. Was macht das denn mit einem? Also, und wie sehr schätzt man das, was man jetzt hat, wenn man sowas auch mal erlebt hat? Ich glaube, einmal waren Sie 20 und einmal war es noch später oder so. Ich war 13 Jahre beim HSV und der HSV wollte mir auch einen Vertrag für die zweite Mannschaft weiterhin geben. Aber ich wollte, so wie mein Charakter ist, schneller, höher hinaus. Ich wollte unbedingt dritte Liga spielen und dann konnte ich mir das nicht verwirklichen. Und dann bin ich über Umwege, dann über St. Pauli von der U23 dann zu den Profis gekommen, relativ schnell, ich glaube nach 2-3 Monaten, und habe da dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Und die zweite Sache mit der Vereinslosigkeit waren in ein paar Tage. Ich glaube, da bin ich dann Anfang September zum FSV Zwickau, den ich 3-4 Monate vorher abgesagt hatte. Dann habe ich es aber doch wahrgenommen und im Nachhinein auch eine sehr gute Entscheidung gewesen. Und wo geht die Reise hin? Das weiß man ja als Fußballer immer nicht. Ich fühle mich sehr, sehr wohl bei Hansa Rostock. Sind ja Vater geworden auch jetzt in Rostock. Unser Sohn ist Rostocker, meine Frau fühlt sich sehr, sehr wohl in der Stadt. Und von daher, aktuell passt alles für uns. Man würde Sie, glaube ich, sehr gerne in Hamburg auch mal wiedersehen, die SG Elbdeich. Gibt es da noch Kontakte zu denen? Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Mein Vater hat da zum Ende seiner Laufbahn gespielt. Sonst habe ich keinerlei Kontakte. Gerade wenn man
mit 8 Jahren zum HSV geht, da hat man mehr Kontakte denn daher. Jetzt haben Sie ja einen großen Wunsch sich schon erfüllt, also diesen Aufstieg in die zweite Liga. Und Sie haben auch gesagt, wie viel Sie investiert haben. Das wurde jetzt auch deutlich. Wovon träumen Sie denn fußballtechnisch noch so in Ihrem Leben? Sie sind jetzt 29. Klar, man will immer so gut und so hoch wie möglich spielen. Ich glaube, jetzt wäre es vermessen und völliger Quatsch, von irgendwas zu reden, als den Klassenerhalt. Also wir müssen daran arbeiten, dass wir die Punkte von der Hinserie nochmal bestätigen. Man sagt ja immer, die 40-Punkte-Marke, das wäre ja wirklich sehr, sehr gut, wenn wir die erreichen. Und dann sind wir erstmal zufrieden bis zum Sommer. Und wie realistisch schätzen Sie das ein, was sich da gerade so tut mit dem Trainer? Ein ganz engagierter Trainer, der auch sehr bodenständig ist und alles sehr gut einordnen kann. Haben Sie ein gutes Gefühl, dass das klappt mit dem Klassenerhalt? Ja, absolut. Ich glaube, das Trainerteam ist sehr bodenständig. Ja, der ganze Verein, alle Funktionäre außenrum und auch die Mannschaft. Wir wissen jetzt auch, wo wir herkommen. Ich glaube, 9 Jahre dritte Liga. Ja, wir sollten jetzt nicht vermessen sein und von irgendwelchen einstelligen Tabellenplätzen reden. Oder das geht für uns vom ersten bis zum letzten Spieltag nur darum, die Klasse zu halten. Und ja, wenn wir da weiter hart arbeiten, dann werden wir das hoffentlich auch schaffen. Und dann gibt es im Sommer noch ein großes Ereignis. Sie haben schon geheiratet, aber im Sommer habe ich mir sagen lassen, feiern Sie noch mal ganz groß. Wo denn? Genau, da gibt es noch mal eine größere Feier. Da hat meine Frau sich in eine Location in Kühlungsborn verliebt. Ja, und da freuen wir uns sehr drauf. Jetzt gibt es erstmal Weihnachten. Und auch wenn Sie nicht so viel Kontakt haben, die Jungs von der SG Elbdeich, die sind total stolz, dass Sie da mal waren. Und die hoffen auch, dass Sie irgendwann, wenn Sie Ihre Karriere beenden, vielleicht Sie da ausklingen lassen. Okay. Und deswegen haben Sie Ben Wozny ein bisschen was mitgegeben. Das gibt es ja gar nicht. Können Sie unter den Weihnachtsbaum legen. Vielen Dank. Und wenn Sie dann vielleicht da mal spielen, dann sind Sie schon bestens equipped. Also, sehr gut. Vielen Dank. Schöne nach Weihnachten. Danke. Und danke für den Besuch heute Abend. Und okay, der nächste Beitrag könnte Sie auch noch interessieren. Es geht nämlich um den HSV. Okay. Der HSV hat nämlich gestern Abend gegen Schalke gespielt.